Hi Leute und herzlich willkommen zu Tag 20 der Sims 3 Doomsday Challenge. Ja, es ist hier 10 vor 6 und die beiden Mädels hier stehen gerade auf. Hannah macht mal erstmal das Feuer an, damit die gute Caroline hier auch was essen kann, denn die hat ein wenig Hunger. Und ich würde sagen, ich weiß nicht so ganz genau, ob Hannah gestern schmutzig war, aber bei ihr war es so, dass als ich sie ins Bett geschickt habe, auf einmal sie zurückgesetzt wurde wegen dem Enras Error Trap Mod. Da war irgendwas Komisches, wie sie war ein bisschen verbuggt und dann hat er sie halt zurückgesetzt. Und deshalb wurde sie halt hier leider bei den Bedürfnissen auch wieder sauber. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und ich weiß irgendwie nicht so genau, hier sind die Pflanzen jetzt inaktiv, weil wir können sie nicht ernten. Also müssten sie eigentlich inaktiv sein, aber es steht nicht dabei, dass sie inaktiv sind. Aber immerhin werden sie gegossen durch den Regen, das heißt, da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen. Genau, du machst das Feuer an und dann gießt du hier mal die Pflanzen. Ich würde auch sagen, Veronica, du stehst jetzt mal auf und gehst duschen. Baden meine ich natürlich. Oh, säubern bis makellos. Das müssen wir mal danach machen. Du bist ordentlich, ne? Du wolltest dann irgendwann nicht mehr. Das können wir dann aber machen, wenn das Wasser aus ist. Du stehst jetzt mal schön auf. Wünschst du dir hier, das Bett zu machen? Nee, okay. Dann werde ich das dir hier aber trotzdem mal deaktivieren, weil irgendwann im Laufe des Tages, glaube ich, der Fall sowieso drankommt. Weg damit, Bett machen brauchst du nicht, aber du wünschst dir hier mit Caroline zu plaudern und das machen wir dann natürlich auf jeden Fall. Und wenn du hier fertig bist, achso, du darfst jetzt vor allem hier aufhören. Ja genau, wir haben ja im letzten Part ein paar Sachen nochmal von den Wolves geklaut. Da haben wir hier einmal das Schaukelpferd mitgenommen und hier einmal das Sofa, das habe ich jetzt hier ausgebessert. Ich hoffe, dass wir hier noch an die Pflanze drankommen. Das müssen wir dann gleich mal ausprobieren mit Hannah. Ja, du darfst jetzt hier aufhören mit dem Schaukelrodeo und röstest dir mal hier bitteschön deine Tomato. Das sieht so süß aus. Das ist einfach so unglaublich süß. Ich glaube, da muss ich mal ein Foto von machen. Einfach, weil es so cool aussieht hier. So, da ist dann hier die gute Hannah im Hintergrund am Gießen. Und hier haben wir die süße Caroline, die ja auch schon bald dann zum Teenager wird. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie ich sie dann stylen werde. Ich habe übrigens gestern meine gesamten Klamotten, also meinen ganzen Klamotten-CC neu sortiert, ein bisschen aussortiert und neu zusammengefasst. Und den kann ich dann auch ins nächste Spiel reinbringen und dann werde ich mal auch davon ein Vorstellungsvideo machen. Dann habt ihr zumindest ich weiß noch nicht so genau, wie ich das machen soll, weil das ist super viel. Das sind mehrere Gigabyte CC. Für die Männer ist das nicht so schwer, weil Männer-CC ist selten und da kann ich das in einem Video durchzeigen und ich weiß auch nicht so genau, wollt ihr das als Create-a-Sim-Video sehen und ich zeige euch das dann einfach und erstelle ein paar Sims, so nach dem Motto, oder wollt ihr das als, ich weiß nicht, wie ich das als anderes machen soll. Ich kann auch mal, glaube ich, ein CC-Shopping-Video machen, allerdings ist das bei mir ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht so genau, ich lade die Sachen dann immer gleich runter und bei The Sims Resource und so und ich bin mir da nie so ganz sicher. Ich lade auch immer mal, ich gucke eigentlich immer vormittags, bevor ich das Sims-Spiel starte, wenn ich den PC anmache und in den Browser gehe, dann ist das automatisch, dass ich erstmal Mod The Sims aufrufe und schaue, was es Neues gibt. Dann Lerner CC eben, der CC Finds Tumblr und dann mache ich das irgendwie von alleine und deshalb ist das nicht immer so einfach. Aber ich kann ja mal, okay, sie gießt hier da unten. Wie das dann wohl aussieht, wenn sie hier das Unkraut zupft, das bin ich mal gespannt. So, und wenn du dann hier fertig bist, dann röstest du dir, dann gehst du erstmal aufs Klo, dann gehst du das Klo putzen.
Ja, ich bin mir ein wenig unsicher. So, und du darfst jetzt erstmal hier auch was rösten, ne? Aber du ziehst dich bitte um, Outfit wechseln zu Outdoor-Kleidung, denn das musst du nicht. Oh, wir haben hier nur noch den Kürbis. Dann mache ich mal eben schnell. Ah ja, genau. Und die Gemüsekiste habe ich hier hingestellt. Nur so zur Information. Dann öffne ich das mal hier, pack die Kürbiskerne hier rein. Eigentlich können wir doch auch die ganzen anderen Sachen. Ich meine, die Steine und so, die sind ja jetzt im Inventar nicht ganz so wichtig. Die könnten wir da ja eigentlich auch reinpacken, ne? Ich glaube. Ach, ich glaube, ich putz mal hier. Wir haben gar kein Waschbecken, fällt mir gerade auf. Hatten wir jemals ein Waschbecken? Nee, oder? Ich glaube, ich grill mir mal hier ein Apfelchen mit dir. Aber ich nehme immer die mit der niedrigsten Qualität, weil die mit der höchsten Qualität könnten wir ja dann anbauen, obwohl das hier eigentlich egal ist. Da haben wir, glaube ich, nämlich die wunderbaren Äpfel schon gegessen, nicht Dussel. Ja, ich packe mal hier die Steine auch gerade rein. Dann haben wir hier ein paar Edelsteine. Wir haben nämlich hier auch mit Hannah, Caroline noch einen Sonnenstein gefunden, dann den gelben Saphir, dann den Ball, dann hast du hier noch die Tomate, Lose, die Grußkarte, die kann weg, die brauchen wir sowieso nicht. Dann Stefan, den dürfen wir auf keinen Fall wegschicken, dann haben wir hier drei Spielzeuge im Inventar. Dann packe ich doch den Hasen hier auch mal in dein Inventärchen. Und ja, mit dir haben wir x-tausend Bilder. Du wolltest bestimmt auch noch irgendwann einen Kürbis schnitzen, oder? Das weiß ich zwar gerade nicht, aber gut. Outfit wechseln, genau. Und dann röstest du dir hier auch etwas, und zwar den Apfel. Und was machen wir denn mit die? Ah ja, du wolltest dann auf jeden Fall hier baden gehen. So, wenn du hier da, genau, dann putzt du das Klo. Dann eigentlich bringt es gar nichts, mit dir baden zu gehen, weil du ja sowieso, weil wir nämlich unbedingt mehrmals heute nochmal. Ist die Pfütze gefroren? Keine Ahnung, weil wir mehrmals heute Mülltonnen tauchen gehen müssen, weil mir gerade aufgefallen ist, wenn wir das nächste Mal nicht, wenn wir das nächste Mal würfeln müssen, sind wir, glaube ich, haben müssen, sind wir wieder nicht immun, weil ein neuer Strang entdeckt wurde von T12-Virus. Und dann will ich ungerne Mülltonnen tauchen gehen, wenn wir noch nicht immun sind, weil wenn die Sachen, wir müssen ja da würfeln beim Mülltonnen tauchen, und wenn die Sachen infiziert sind, dann werden wir auch infiziert, dann müssten wir nochmal würfeln. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir, dass wir jetzt nochmal ordentlich abstauben. Deshalb kannst du hier dann eigentlich auch, glaube ich, gleich dann mal hier rausgehen. Na gut, egal. Dann darf auf jeden Fall die gute Caroline, die kann dann hier mal noch so ein bisschen, was kannst du mal machen? Wie können wir hier, kannst du hier alleine Ball spielen? Nee, aber kannst du alleine Fußball können? Ach nee, sie können noch nicht Fußball spielen, stimmt. Was kannst denn du dann mal machen? Ach so, du könntest hier eigentlich mal hier Spazierfahrt unternehmen. Dass wir dich so ein bisschen out of range haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich schon hier mit dir hierhin joggen. Hierhin joggen. Und zwar, ja, ist eigentlich egal, was wir machen. Wir spornen mal selbst an. Dann lernst du, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Was war das? Sofern dir ein klein wenig Muskelkater nichts ausmacht, kann nichts ausmacht. Ich muss mal kurz mein Mikrofon hier bisschen näher halten. Ja, jetzt. Sofern dir ein klein wenig Muskelkater nichts ausmacht, mein Gott, kannst du deine Fitness und deine athletischen Fähigkeiten erheblich verbessern, wenn du dich überwindest und härter trainierst. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir hier Mülltonnen tauchen, Mülltonnen tauchen, Mülltonnen tauchen, Mülltonnen tauchen. Einfach viermal hintereinander. Und mit dir, du putzt hier das Klo jetzt, dann können wir mit dir nämlich jetzt gerade mal hier das Klo benutzen gehen. Du machst jetzt keine Spazierfahrt mehr, sondern bestreitest hier mal ein U-Boot-Abenteuer, denn wir haben ja noch bis 10 Uhr Zeit. Das ist jetzt eigentlich auch sowieso egal. Du könntest dir hier mal was grillen. Dann röste dir nicht den Kürbis. Nein, nein, nein. Den werden wir schnitzen. Schauen wir doch mal hier kurz. Nehmen wir für dich einen Apple. Ich hoffe, das stimmt, dass dieses Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away". Das wäre sehr cool, wenn wir das hier durchführen könnten. Dann röstest du dir hier den Apfel. Dann setzt du dich vielleicht mal hier irgendwie rein. Wie sieht es bei dir aus mit Athletik? Level 7. Wir bräuchten eigentlich noch mehr, ne? Aber
Die letzten Level sind halt echt schwer zu bekommen. Ach so, nee, wenn du dich hier geröstet hast, wenn du dir hier was geröstet hast, dann werden wir hierhin rennen, hierhin joggen natürlich, schneller Sprint. Sichere dir alle Vorteile des Sporttreibens in nur der Hälfte der Zeit. Ich glaube, eigentlich ist das egal, was wir hier machen, aber ich mache dann mal trotzdem hier Müllton tauchen, Müllton tauchen, Müllton tauchen. Können wir hier irgendwas einsammeln? Wir haben hier einen Herd, eine Stereoanlage, die können wir, glaube ich, nicht einsammeln. Aber dann geh doch mal nach dem Müllton tauchen, hier das Ding bergen. Die Spielzeugkiste können wir wahrscheinlich nicht benutzen, aber trotzdem mal alles schön bergen. Und dann muss ich das direkt aus dem Familieninventar packen, weil ich weiß nicht, warum das letztes Mal so gesponnen hat. Oder das letzte Mal, als wir hier was geborgen haben, dann war das ja aus dem Familieninventar raus. Und das hier sieht ein bisschen aus wie ein Todesstern. Ja, das ist mir aber eigentlich völlig wurscht. Ja, du bist jetzt hier angekommen und möchtest Müllton tauchen gehen. Das ist super. Das ist übrigens ihre Sportkleidung. Ich glaube, die habe ich aber schon gezeigt. Und ich liebe diese Schuhe, die mit wildes Studentenleben gekommen sind. Generell, wildes Studentenleben ist so ziemlich eines meiner liebsten Erweiterungspacks, weil es halt einfach so unglaublich viel Gameplay dazu gebracht hat. Ich meine, die Uni ist schon cool. Und dann noch den ganzen anderen Kram mit den Clubs. Die Klamotten gefallen mir super. Wir haben eine Geschirrspülmaschine gefunden. Ich werde es nicht entfernen. Ich kann ja mal hier durchscrollen. Ach so, das Lokalwachs. Schenke, das ist unwichtig. So, was machst du? Du bestreitest hier dein U-Boot-Abenteuer. Was können wir mal mit dir danach noch machen? Trainieren? Ich frage mich halt, wenn sie als Kind trainiert. Eine Uhr, okay, die wird dann wahrscheinlich batteriebetrieben. Ja, Uhren sind ja eigentlich immer batteriebetrieben. Wenn sie als Kind trainiert, kriegt sie dann als Teenager schon die Fähigkeiten dazu? Das würde mich einmal interessieren. Jetzt ist hier die Kerze wieder ausgegangen. Ey, mach die Kerze an. Wir brauchen das Licht. So, du gehst jetzt hier auch joggen. Das ist sehr schön. Das würde mich eben, wie gesagt, mal interessieren. Deshalb würde ich sagen, gehen wir dann hier mit dir noch. Aber trainieren ist ja blöd, weil jetzt hat sie ja gerade erst gebadet. Ach ja, und ich wollte hier mehr aus der No Stretch Children Can Mod-Reihe hinzufügen, dass Kinder auch Garten arbeiten können und noch so ein paar andere Sachen. Du könntest aber mal hier einfach ein Buch schreiben. Kinder können ja schon schreiben. Dann beginn mal ich wollte eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte. Können wir kein Science-Fiction mehr schreiben? Beginn einen Roman, dann kriegen wir den ja danach immer zugeschickt. Wir haben dann halt einfach das Manuskript hier mit den ganzen Seiten. Und dann kann die gute Hannah das lesen, weil die ist ja Bücherwurm, genau. Deshalb hatte ich ja gesagt. So, Veronica hat einen Rauchquarz gefunden. Kupfer haben wir zweimal mit Hannah gefunden. Eine Wanduhr und eine Geschirrspülmaschine. Ja, das klingt doch mal sehr toll. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar Stühle, Schreibtische und so finden. Einfach nur, weil ich ein Sammler bin. Aber so ein richtiger. Ich glaube, ich mache das hier mal schneller. Du bist doch jetzt hier bestimmt fertig, ne? Genau, dann wird das jetzt hier abgeschlossen für alle. Nein, 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 nein. Okay, gut, ich dachte gerade schon abschließen für alle. Dann kann hier niemand mehr ins Bad. Du schreibst hier das geheime Leben eines degenerierten Wegs. Oh, das klingt viel zu deep. Machen wir mal die Doomsday-Chroniken 1. Die Doomsday-Chroniken. Upsa, Chroniken 1. Also sozusagen die Geschichte von der Familie. Das schreibt natürlich die Kleinste auf, die Jüngste, die das alles eigentlich gar nicht wissen kann. Aber die hat halt ihre Eltern, ihre Mutter befragt. Das haben wir dann hier schon mal so ein bisschen. Wie sieht's denn hier aus? Dings, ja, Dings, ja. Dann mache ich mal bei dir hier schneller. Und ich glaube. Oh Gott. Was macht denn die Blöde? Warum steht die denn da vor uns hier? Geh schnell weg hier. Sammel dir mal eben schnell das hier ein. Was auch immer das für ein Stein ist. Ein gelber Saphir. Gott sei Dank sind wir immun. Was ist das denn für eine doofe Kuh? Ich meine, ich stehe auch immer mitten vorm Müllcontainer und für Selbstgespräche. Klar.
Ist ja völlig normal. Was haben wir hier gefunden? Irgendeinen Stein. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit ihr schnell den Würfelcheck. Ich blende das jetzt nicht ein, ich will es nicht vergessen. Dann öffne ich mal ganz geschwind hier ist er denn? Roll Dice Online hier. 20 Seiten. Einmal würfeln. Ja, dann müssen wir, was mussten wir? Eine 10, ne? Eine 10. Ich muss nur mal kurz nachschauen. Ja, eine 10 oder höher. Eins, zwei, drei. Eine 10. Das heißt, wir können den ganzen Kram behalten, den wir mit Henna gefunden haben. Können wir jetzt hier irgendwie, war hier nicht außen irgendwie ein Spiel? Ich bin mir nicht so sicher. Können wir nicht hier mit irgendjemandem was spielen? Du stinkst wie Hölle. Eigentlich fände ich es cool, wenn man im Regen baden könnte. Das geht aber leider nicht. Das geht nur in Sims 4. Das wäre echt geschickt. Und ich finde es sehr schade, dass wir keine Fähigkeitsbücher klauen können. Ich würde das gerne machen. Aber das geht nicht. Deshalb würde ich sagen, schauen wir mal, wie weit bist du denn hier mit hier Sport? Level 6. Das dauert noch ein bisschen, bis du dann hier wirklich. Könnten wir nicht eigentlich einfach noch hierhin joggen? Einfach nur, weil wir es können. Aber was machen wir dann hier? Das ist die Frage. Und hier ist immer noch dieses blöde Handtuch. Naja, ich würde sagen, dann gehen wir mal nach Hause mit dir und können da ja dann immer noch mit der guten Caroline zusammen irgendwas machen. Du gehst hierhin joggen, bitte schön, und zwar selbst anspornen. Dann stinkst du zwar auch wieder, aber naja. Das heißt, das hier können wir behalten. Das hier, das Glühwürmchen können wir behalten. Das Kupfer, das zweimal gefundene. Die Wanduhr, die können wir dann auch aufstellen. Und die Spülmaschine. Die Spülmaschine bringt uns gar nichts, weil wir sowieso nichts kochen können. Es wäre natürlich cool, wenn wir was kochen könnten. Aber wir können es nun mal nicht. Und deshalb mache ich das mal hier schneller. Ja. Roteisenstein. Okay, wir haben super viele Edelsteine, ey. Was machen wir denn mit dir mal? Wir gehen hier einmal rein und dann ziehen wir uns um. Denn das kann man ja nicht mit ansehen hier. Alltagskleidung, bitte. Alltag. Und dann werden wir mal hier das Unkraut jäten. Aber bitte nur in den Boxen. Können wir hier Unkraut jäten? Nee. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber da. Da müssen wir dann auch Unkraut jäten. Draußen will ich das gerade ungern machen. Obwohl, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, wenn wir sowieso schon stinken. Hast du den ganzen Kram jetzt eingesammelt? Genau, danach kannst du bitte schön hierhin zurückjoggen. Bitte auch schneller Sprint. Und dann kann sie sich umziehen. Dann mache ich das jetzt mal schon mal hier. Dann zieht sie sich um in die Alltagskleidung. Outfit wechseln, Alltag. Dann gehe ich schnell wieder zurück hier. Und dann kannst du nämlich hier Haus säubern. Das willst du ja sowieso. Dann kannst du hier das. Müssen wir die Badewanne, müssen wir dann extra putzen. Aber ja, du machst jetzt hier halt einfach überall das Unkraut weg. Das ist mir eigentlich auch völlig wurscht. So, dann mache ich das hier auch nochmal schneller. Denn 40 Minuten für einen Tag ist schon, naja, arg krass, ne? So, gut, dann bist du hier da. Oh, du möchtest das Bett machen. Was entfernen wir denn da dann? Dann machst du das aber mal noch nicht, sondern dann. Was hattest du dir hier gewünscht? Mit Caroline plaudern. Dann plaudern wir mal mit der. Plaudern. Nee, erstmal fragen wir sie nach ihrem Tag. Nach Tag fragen. Und plaudern. Und du hörst dann mal auf, hier zu schreiben. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz nochmal mit der guten Veronica würfeln. Wir brauchten eine 10 oder höher. Eine 11, Gott sei Dank. Ach so, das ist natürlich blöd. Ich könnte ja auch. Na, tricksen. Gut, dann zeige ich euch das kurz. Browser hier. Und dann das letzte Mal war halt eine 10 gerade so, ne? Das ist natürlich doof, dass mir das jetzt erst einfällt, dass ich ja eigentlich auch mogeln könnte. Aber habe ich nicht gemacht. Das heißt, wir können den ganzen Kram behalten. Das heißt, ich mach mal kurz. Ach, das kann ich auch im Nachschnitt machen. Den Ton hier im Kaufmodus weg entfernen.
wegen der Musik. Das muss ich mir merken, dann schreibe ich mir mal eben schnell die Zeit auf. Es ist jetzt 21 Minuten. 21 Minuten Schnitt. Vielleicht sollte ich noch den Part dazu schreiben. 40. So, okay. Dann, was haben wir denn mit dir alles bekommen? Wir haben bekommen den Stuhl. Oh, wir haben drei. Ach stimmt, wir haben ja ganz viele von den Stühlen geklaut. Stimmt ja. Dann würde ich sagen, stellen wir die mal alle hier auf. Genau, das ist der abgegammelte. Dann können wir doch den Stuhl hier entfernen, den hässlichen, und da einen von den geklauten hinpacken. Was haben wir denn hier? Noch ein Stuhl? Okay, mit dir haben wir einen Stuhl bekommen, dann die Spielzeugkiste, die, ach so, die haben wir ja hier, dann den Endtisch. Das sind aber alles Sachen, die haben wir vom Schrottplatz geklaut. Dann ein Eisen. Was soll ich denn mit den ganzen, die kann ich ja gar nichts machen mit denen. Hier haben wir Kramspott, aber dafür haben wir gar keinen Platz hier. Obwohl, wir können die ja mal hier den einen hier draufstellen. Ja, das ist doch ganz nett. Dann haben wir hier noch ein bisschen Deko. Da kann dann einfach noch ein bisschen mehr Erntezeug rein, sag ich jetzt mal. Eine Lampe können wir nicht benutzen. Wir haben einen Picknicktisch. Was haben wir mit dir bekommen? Roteisenstein. Ja, Rauchquarz. Können wir mit dieser Gardine etwas anfangen? Nein, das Fenster ist natürlich klar. Warum sollten wir denn auch was damit anfangen können? Das würde ja nur Sinn ergeben. So, dann kommt mal hier die Uhr hin. Die ist batteriebetrieben. Wir haben die zufälligerweise gefunden und sie funktioniert noch. Dann haben wir eine Kakerlake, Rauchquarz. Okay, das ist alles Krams. Der hilft uns gar nicht. Hier haben wir noch eine batteriebetriebene Stereoanlage gefunden. Hier haben wir, was haben wir hier? Ganz viel Krams und Krims. Den Computer kann ich eigentlich entfernen, ne? Na egal, ich lasse den mal noch im Familieninventar. Dann die x-tausend Stühle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir die ganzen Stühle hinpacken sollen, ey. Mann, das sieht ja echt scheiße aus hier. Oh. Eigentlich brauchen wir vor allem die drei Stühle gar nicht rauszustellen. Aber das mache ich mal gleich dann nochmal hier, wenn du hier fertig bist mit dem Stuhl. Jetzt, glaube ich, sollte das gehen, ne? Dann kommt der Stuhl hier weg. Und dann kommt der Stuhl hier hin. Dann haben wir einen schönen Stuhl. Und die zwei, die behalte ich doch erstmal im Familieninventar. Einfach nur, falls wir doch nochmal irgendwohin umziehen müssen. Den Stuhl, den stelle ich mir so hier hin. So, und die Spielzeugkiste, die funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Ich finde das doof, dass das mit dem Ersetzen nicht funktioniert. Warum ist das bei mir verbuggt? Das ist gemein. So, ihr redet hier perfekt. Dann hast du dir jetzt hier das erfüllt. Dann kannst du jetzt nämlich auch dann das Bett machen. So, dann wünschst du dir ja hier das Bett zu machen. Genau. Plaudern und nach Tag fragen. Du bist hier auch erfüllt von Freude. Dann mach das Bett. Mach das Bett. Kannst du hier putzen? Hier säubern bis makellos. Das muss ich dir dann aber aufschließen. Und dann muss ich dich danach wieder rausschicken, sonst fängst du nur von alleine wieder an zu duschen. So, was möchtest du hier machen? Du musst aufs Klo. Dann geh aufs Klo. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Sodele. Du bist hier am Ernten, am Unkraut jäten, dann kannst du das eigentlich auch machen. So, wie sieht's denn hier aus? 8000, ja, das ist nicht schlecht. Wie sieht's bei dir aus hier? 2000, ja, weil du halt den Schmutzresistent-Kram hattest, ne? Wie sieht's bei dir aus? 8000, auch nicht schlecht. Dann hast du hier das Bett gemacht, dann kannst du doch mal hier. Ihr könntet eigentlich, wenn du hier das Bett gemacht hast. Dann könntest du hier mal mit deiner kleinen Tochter Ball spielen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das Sport, Athletikfähigkeit dazu gibt, aber wir probieren es mal aus. So, fragst du sie jetzt hier? Sieht genau danach aus. Ja, perfekt, genau, okay. Dann spielt zusammen Ball. Ich hoffe, die machen das draußen, weil hier drinnen wäre das blöd, weil ich dann ganz gerne ein Foto machen würde. Ja, Sheila Mushakalakini und dann gehen sie Ball spielen. Das ist sehr schön. Ja, bitte. Okay.
Dann mache ich das halt nochmal. Dann geht hier hin, ihr beiden. Ja, erstmal schön dein Kind schneiden beim Rausrennen. So, dann hier nochmal Ball spielen. Veronica. Geht's jetzt hoffentlich? Spielt halt draußen im Regen. Ist nicht ganz so super, ich weiß. Aber naja. Ja, bitte, mach das jetzt. Oder geht das nicht, weil der Ball geklaut ist? Ah doch, jetzt geht's. Perfekt. Dann, wie weit ist das denn? Okay, dann mache ich doch mal hier ein Fotochen. Dann mache ich hier die Hütte. Gehe hier auf ihren... Ah ja, okay. Es gibt für Veronica Athletikfähigkeit dazu, aber nicht für die kleine Henna. Das ist natürlich schade und doof, aber ich hoffe, man erkennt hier auch überhaupt irgendwas. Dann mache ich das mal so. So. Sport ist kein Mord. So, C. Das hatte ich ja schon mal als Titel, ne? Werde ich aber nicht nehmen. Ich weiß noch nicht genau. Da muss ich mal gucken, ob man hier überhaupt... Sieht man hier überhaupt irgendwas davon? Ich mach das mal so. Dann ist er wahrscheinlich... Okay, jetzt rennt die gute... So, sieht man hier überhaupt irgendwas? Au, was machst du, Veronica? Das ist gemein. Das könnte aber auch genauso ich sein. Ich hab mal richtig fetten Football auf den Kopf bekommen. Und Alter, das war richtig fies. Da war ich im Schlossgarten. Da war halt die nach dem Abi, weißt du, da feiern, wisst ihr, da feiern ja die ganzen Jugendlichen. Und ich war da auch, weil ich da gerade meine Realschulabschlussprüfung mit gehabt hat. Und da war ich mit einer Freundin und wir saßen da auf einem Picknick, auf einer Picknickdecke, auf einer Decke halt. Und dann gucke ich gerade nach oben, ganz entspannt. Und dann haben irgendwie, ich weiß nicht, echt nicht so nah, relativ weit entfernt, haben irgendwelche Jungs Football gespielt, als sie sich halt einen Football zugeworfen. Und ich gucke nach oben und sehe dieses Ding und denke mir nur, scheiße. Und dann habe ich den voll auf den Kopf bekommen. Und das hat richtig fett wehgetan. Und ich weiß noch, dann kam einer der Jungs, hat sich entschuldigt und meine Freundin... die hat sich dann da tierisch aufgeregt. Ey, da muss man doch aufpassen. Ihr könnt doch nicht einfach so meine Freundin hier abwerfen. Das war total süß von ihr. Also, danke schön, Alisa. Ich hab dich lieb. Du bist die Beste. Das wollte ich nur nochmal loswerden. Sie ist die Beste. Und ja, ich freue mich schon, wenn sie wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Dann spiel du hier auch nochmal Fußball. Du stinkst noch nicht gut genug. Und ihr müsst hier Sport betreiben. Und ja, du spielst hier. Das ist sehr schön. Dann mache ich hier... Oh, hier ist ein Samen. Hier sind zwei Samen. Okay, hör auf zu spielen. Was haben wir denn hier? Haselnuss und Eisenhut. Ich dachte, das wären vielleicht wieder... Naja. Egal. Dann mach das mal hier. Sammel die hier die Samen ein. Du hörst jetzt dann mal auf, deine arme Tochter abzuwerfen. Ihr tropft vor allem schon. Das heißt, sie wird nochmal krank. Aber sie war ja immun, ne? Das, meine ich zumindest, dass das so war. Dann hörst du mal auf zu spielen hier. Du möchtest, au, du wolltest mit Henna dich anfreunden, genau. Dann gehst du mal hier hinein, du auch. Was? Ach so, du wolltest hier Gitarre hochleveln, Level 8. Wie weit sind wir denn mit der Gartenarbeit? Muss ich nochmal kurz schauen. Level 7, okay, das geht jetzt noch nicht, weil ich glaube, wir haben hier alles entunkrautet. Und sonst können wir hier nichts mehr machen. Ja, okay, genau. Dann geht ihr auch rein. Dann gehst du hier auch rein. Du hörst dann auch auf. Und du spielst dann mal Gitarre. Wenn du drin bist und dich umgezogen hast, dann darfst du Gitarre spielen. Miefige Umgebung. Das ist echt eklig. Wegen dem ganzen Dreck wohl, ne? Und warum ist das hier noch so? Ach so, ich glaube, weil wir stinken. So, dann wechseln wir hier unser Outfit zu... Alltagskleidung geht gerade nicht. Dann halt zur Outdoor-Kleidung. Dann spielst du hier Gitarre. Das dauert lang. Ja, naja, jetzt haben wir gerade keine andere Möglichkeit. Wir könnten auch noch dann hier Zeichnen üben. X-tausend Mal. Einfach bis die Schlange voll ist. Ja, okay, jetzt. Nee, jetzt. Und du gehst jetzt hoffentlich nicht raus zum Gitarre spielen.
Ach, dann geh halt raus, ist mir völlig wurscht. Du ziehst dich auch noch um, Outfit wechseln zu, zieh dich mal um, auch zu Outdoor, in die Outdoor-Kleidung. Und dann unterhältst du dich mal mit deiner kleinen, mit deiner großen Schwester. Und zwar reden wir über den imaginären Freund. Dann tratschen wir, dann, oh, wir können ja ein Geschenk geben. Wir fragen sie nach ihrem Tag. Was können wir ihr denn schenken? Oh, wow. Das sind so Sachen. Wir können ihr ihre Lose, ja, wir schenken ihr mal unsere Lose. Und du hörst dann jetzt auf, hier die ganzen Sachen damit. Bitte, stopp. Hannah, ich sagte stopp. Okay, gut. Dann kann ich doch hiervon jetzt auch ein Foto machen, oder? Das ist doch bestimmt schön. Natürlich spielt Veronica draußen. Was denn auch sonst? Kann man ja nicht viel erwarten von dieser Familie hier. Das war nicht ganz so böse gemeint. Das, ich mache das mal so rum, weil dann ist die Große nämlich hier mehr im Bild. Genau. Machen wir das so. Oh, aber ich will den Kürbis davor anmachen. Beleuchten. Dann sieht das viel cooler aus gleich. Und das wollte ich jetzt hier nicht so. Oh Gott. Genau so. So, dann haben wir hier ein Foto. Oh. Das funktioniert wohl nicht ganz so gut. Kannst du mal die Sprechblase bitte wegmachen, Mädel? Oh. Ich fände es sehr schön, wenn die... Okay. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich mache mal Hide, Headline Effects... On. Und ich glaube, da hat die Klingel, aber ich weiß nicht, ob das bei uns, bei mir oder bei uns drüben. Ich glaube, das war nicht bei uns drüben. Geht das jetzt weg, die Sprechblasen dadurch? Ich hoffe doch. Ah, jetzt. Okay. Das ist gut und hier wird die Musik mega laut. Oh, wie süß. Cute. Oh, das ist ja süß. Was für ein schönes Geschenk. Hab vielen Dank. Das ist doch ein schönes Foto für den Part. Dann bist du hier mit ihr befreundet. Das ist sehr schön. Du möchtest hier vor allem eine gute Freundschaft mit Caroline etablieren. Können wir denn mit Caroline Wurfscheibe spielen? Ja, dann machen wir das doch mal. Und die Musik hier ist sehr laut, aber sie spielt ganz schön. Dann können wir doch eigentlich hier das Feuer noch anmachen. Dann haben wir hier schon fast ein Lagerfeuer. Das wäre doch auch cool, wenn sie so... Lagerfeuerstimmung haben, das Lagerfeuerlied und so weiter und so fort. Ihr wisst ja. Das heißt, wenn wir hier mit Wurfscheibe den Wunsch erfüllt haben, dann werden wir hier mal eine gute Freundschaft mit Caroline etablieren. Und ich würde ja ganz gerne näher rangehen. Oh ja, Caroline, komm, du lernst das auch noch. Hm? Wie geht das nochmal? Wie war das nochmal bei HWSQ? Aber ihr kriegt das schon noch hin und dann ins Speicher. Smiley, so einen kleinen Zwinkersmiley, genau. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Ihr schafft das schon noch. Ihr lernt das schon noch. Oh, Veronica hat die Gitarrenfähigkeit Level 3 erreicht. Das ist sehr gut. Dann würde ich aber auch sagen, werde ich dann hiermit gerade den Part beenden. Ich versuche mal doch, dass die Wurfscheibe spielen. Ist das jetzt langsam mal fertig? Ja, perfekt. Genau, dann könnt ihr jetzt wieder reingehen. Ich fände es ganz gut eigentlich, wenn wir hier drauf drücken könnten und dann würde hier stehen, reingehen. Geht aber nicht. Dann übt mal den Schuljubelruf. Du auch. Könnt ihr das nicht eigentlich zusammen machen? Ich weiß nicht so genau. Du gehst mal auch rein und dann unterhaltet ihr euch noch so ein bisschen weiter hier. So, rein, du machst den Schuljubelruf und gehst danach rein. Ihr seid alle wieder durchnässt, das ist natürlich nicht ganz so geil, aber ja, ich werde dann hier den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!